Ich bin wieder auf der Suche nach lieblos eingerichteten Häusern. Letztes Mal habe ich dieses Haus umgebaut und ich bin sehr zufrieden damit. Und ich denke, heute sollten wir das Haus genau gegenüber umbauen. Zuallererst fallen mir die kleinen Fenster auf. Das soll sich auf jeden Fall ändern. Natürlich werde ich hier nur mit dem Basisspiel arbeiten. Und ich frage mich, warum ist hier eine ganz andere Tapete als hier? Muss das so sein? Also das müssen wir auf jeden Fall anpassen. Das ist der Innenbereich. Schrecklich ausgeleuchtet, wie ich finde. Eine winzig kleine Küche. Überhaupt keine Deko an der Wand. Ja, und die Beleuchtung stört mich einfach. Generell finde ich, dass diese Lampe, als auch diese, eine schreckliche Beleuchtung abgibt. Ich denke, das sollte ich als erstes anpassen, denn ohne Beleuchtung läuft hier einfach nichts. Und ich bin einfach Fan von dieser klassischen. Sie gibt immer schönes Licht ab, es ist hell und man sieht sie kaum. Das ist doch schon ein Unterschied, oder? Ich denke, ich werde erstmal mit der Küche anfangen. Die Fenster müssen auf jeden Fall weg. Das sieht ja schrecklich aus. Ich persönlich würde eine schöne große Küchentheke richtig schön finden. So sieht es bislang aus. Das wirkt doch direkt etwas besser. Wow, die Fliesen glänzen ja so schön. Ich hätte hier gerne einen großen Esstisch. Das wirkt doch direkt etwas schöner. Vielleicht eine kleine Pflanze hier in die Mitte. Und das alles ist Base Game. Und hier könnte ich mir direkt große Fenster vorstellen. Also entweder die hier oder halt meine Lieblingsfenster. Diese benutze ich ganz gerne. Da kommt auf jeden Fall sehr viel Licht hier rein. Und im Grunde könnte ich mir hier in dieser Ecke schon das Wohnzimmer vorstellen und nicht dort hinten. Vielleicht machen wir hier das elterliche Schlafzimmer und hier ein Kinderzimmer. Da würde ich diesen Boden nehmen. Diese nehme ich super selten. Der Holzboden würde hier im hinteren Bereich dann auch kommen. Hier könnte ich mir eine kleine Garderobe vorstellen. Und vielleicht einen kleinen Spiegel. Ich habe jetzt hier nochmal einen Teppich platziert. Das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Und ein kleines Bild. Die Keksdose darf natürlich nicht fehlen. Die stelle ich direkt hier in die Küche hin. Salz und Pfeffer kommt hier auf den Tisch. Und noch ein paar Schmetterlinge. Das Badezimmer ist auch sehr klein. Das Schlafzimmer. Ein Bett, eine Kommode, ein Nachttisch. Wow. Das soll auf jeden Fall ein geschlossener Raum sein. Und das Kinderzimmer auch. War vielleicht nicht so. Einfach diagonal. Ich würde jetzt erstmal mit dem Außenbereich weitermachen. Zwei Fenster im Schlafzimmer. Oder ich mache drei Fenster im Schlafzimmer. Und im Kinderzimmer kommen vier Fenster rein. Als nächstes mache ich dann das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist jetzt auch fertig. Vielleicht noch ein paar Bücher auf die Kommode. Das Badezimmer soll auf jeden Fall mit Badewanne sein. Also kann die Dusche weg. Und das Badezimmer. Hier außen würde im Grunde noch ein Bücherregal hinpassen. Da würde ich jetzt einfach dieses helle hier nehmen. Und hier kommt dann ein Kleinkind rein. Da brauchen wir dann auf jeden Fall ein Töpfchen im Bad noch. Platziere es einfach hier vor dem Schrank. Ich will auf jeden Fall hier einen bunten Teppich platzieren. Mal schauen, ob wir hier eine kleine Auswahl haben. Und eine bunte Tapete. Der Teddy darf im kleinen Kinderzimmer fehlen. Und ein Puppenhaus. Das mache ich mit Fragezeichen etwas kleiner. Dann wird dieses Zimmer nicht gleich so überladen. Und ich mache ganz gerne noch Sticker an die Wand. Wie zum Beispiel diese Luftballons. Oder die Prinzessin. Oder diesen Geist. Den Marienkäfer platziere ich auch ganz gerne. Ein gemütlicher Sessel, damit ein Elternteil gute Nachtgeschichten vorlesen kann. Dieses Regal ist auch ziemlich niedlich. Dann nehme ich einfach dieses Einhorn. Und das Kinderzimmer ist jetzt auch schon fertig. Schön bunt, viel zum Spielen. Also hier wird es keinem Kind langweilig. Jetzt muss ich unbedingt die Tapete draußen anpassen. Bin nur am Überlegen, Holz oder Stein. Es wirkt auf jeden Fall viel besser. Okay, das Dach werde ich auch mal schnell anpassen. Und da platziere ich einfach dieses Giebeldach und das halbe Giebeldach. So sieht das doch ziemlich gut aus. Vielleicht sollte ich hier noch einen Zaun platzieren. Der Briefkasten kann dann hier nach vorne hin, genauso wie die Mülltonne. Die Sims bekommen hier einen kleinen Vorgarten. Vielleicht mache ich hier auch noch einen kleinen Brunnen hin. So in dieser Größe. Das wirkt auf jeden Fall sehr modern. Und hier könnte ich mir noch einen kleinen Grill vorstellen mit Sitzbank und einem kleinen Tisch vielleicht. Wir nehmen auf jeden Fall einen Sonnenschirm. Ich denke, in Oasis Springs ist es immer warm. Oh, wir haben sogar ein Fahrrad im Basisspiel. Und zwei Pflanzenkisten. Ich denke, die Sims lieben es, Gemüse anzupflanzen. Zwei Pakete sollten da reichen. Und da fällt mir ein, wir haben ja noch hier kein Spülbecken. So, das kommt dann hier hin. Und dann würde ich sagen, dass ich fertig bin. Hier ist die Küche. Damit haben wir ja angefangen mit einem großen Essbereich. Das Wohnzimmer, das Schlafzimmer von den Eltern, das Badezimmer mit Badewanne und ein Kinderzimmer für das Kleinkind. Ich hoffe, die kleine Verwandlung hat dir gefallen. Lass doch mal ein Feedback da und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.